Hallo, meine Lieben. Wir haben den vierten Advent und die Engel bereiten das Weihnachtsfest vor. Hört mal zu, was die Engel zu tun haben. Im Himmel ist Hochbetrieb, denn Engel bereiten das Weihnachtsfest vor. Es herrscht ein reges Treiben. Die Engelchöre proben ihre Lieder. Doch zunächst wird der Weihnachtsbaum geschmückt und hergerichtet. Dazu wurde ein Engel bestimmt, der die Aufsicht und Verantwortung hat, im Himmelreich den Baum in Glanz und Gloria erleuchten zu lassen. Also übergab er jedem Engel einen Auftrag, den Baum mit einem besonderen Schmuck zu schmücken. Jedes Schmuckteil hat seine eigene Bedeutung und Geschichte. Der erste Engel bekam den Auftrag Sterne. Die Sterne erinnern uns, dass die Sternkundigen aus dem Morgenland kamen. Der Stern von Bethlehem zeigte ihnen den Weg. Die Strohsterne sagen uns, dass das Christuskind in der Krippe auf Heu und Stroh lag. Dies ist das Zeichen, dass Jesus in Armut geboren war und sich später nicht scheute, das Wenigste zu teilen, was er hatte. Der zweite Engel musste sich um die Kugeln kümmern. Die Kugeln erinnern uns daran, dass sie dem Kind in der Krippe das Gold brachten. Es war das Kostbarste, was man kannte. Aber die Kugeln erinnern auch in der Form des Apfels, der den Hinweis an den Sündenfall und den Lebensbaum im Paradies mit seinen Früchten gab. Der dritte Engel hatte den Auftrag, farbige Ketten. Diese gehörten schon immer zum Schmuck des Himmelsweihnachtsbaums. Sie weisen darauf hin, dass wir durch das Geschehen der heiligen Nacht von den Ketten der Schuld befreit werden. Der vierte Engel musste sich um das Lametta kümmern. Dieser Engel war ein junger, kleiner Engel, der an der Seite des dritten Engels stand. Dieser kleine Engel trug das Lametta. Es glänzte in silberner Farbe, was das Symbol für die Tannen- und Eiszapfen war. Und es hatte auch das Lametta in goldener Farbe. Dieses leuchtende Golden als Symbol für das Licht. Der fünfte Engel hatte die Aufgabe mit den Kerzen. Sie erinnern uns daran, dass Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird leben und nicht in der Dunkelheit bleiben. Ursprünglich war die Farbe der Kerzen rot, in Erinnerung an das Blut Jesus, den Sohn Gottes, das er am Kreuz vergossen hatte. Der verantwortliche Engel rief seine Gehilfen zusammen. In der Hand trug er eine Christrose. Er kontrollierte, dass alles, was zum Schmücken des Baumes vorhanden war, die Engel herbeigeholt hatten. Dann sprach er sein Lob aus und bevor sie mit dem Schmücken begannen, erklärte er den Sinn der Christrose. Die Legende der Christrose erzählt, Gott habe nicht nur mit seinem Stern den Hirten den Weg zum Christuskind gezeigt, sondern auch dort, wo die Strahlen des Sterns
von Bethlehem die Erde berührten, eine kleine Pflanze mit einer großen weißen Blüte und grünen Blättern pflanzte. Die Christrose. Diese zeigte auch noch anderen den Weg. Den Weg, den die Christen suchten. Nun schmückten sie den Weihnachtsbaum und sangen ihre Lieder. Weihnachten steht vor der Tür. Lasset es Weihnacht werden. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen einen schönen, besinnlichen vierten Advent. Und freut euch, dass auch ihr bald den Weihnachtsbaum schmücken könnt. Herzlichst, eure Derya.